aus Berlin. Die Sat.1 Nachrichten. Guten Abend und willkommen heute unter anderem zu diesen Themen. Geduldsfaden bei... Abstand halten ist gerade das Gebot der Stunde. Und wenn sich alle freiwillig daran halten, können wir erstens die Ausbreitung des Coronavirus bremsen und zweitens wenigstens noch einen Rest persönlicher Freiheit behalten. Denn an diesem Wochenende wollen Bund und Länder darüber entscheiden, ob es bald eine strikte Ausgangssperre gibt oder ob es bei den Beschränkungen bleibt, die jetzt schon viele Bundesländer erlassen haben. Sebastian Planthold. Und wir sprechen darüber mit unseren Reporterinnen Birgit Nössing in München und Lena Mosel in Berlin. Zunächst zu dir, Birgit. Markus Söder ist ja ganz offenbar der Kragen geplatzt. Die Ausgangsbeschränkungen gelten erst ab Mitternacht, aber sind sie schon jetzt spürbar? Eine Geisterstadt ist München im Augenblick noch nicht. Wir haben hier ungefähr 30 Menschen auf dem Marienplatz. Heute Nachmittag waren es noch wesentlich mehr. Lag natürlich daran, dass wahnsinnig schönes Wetter war, Frühlingsbeginn und sich viele Menschen draußen aufgehalten haben. Ja, warum ist Markus Söder und Bayern da vorgeprescht? Das liegt ganz klar an den hohen Zahlen, die ja wirklich schnell steigen hier im Freistaat Bayern. Und es liegt auch daran, dass sich viele Menschen an dieses Versammlungsverbot gar nicht gehalten haben. Die Allgemeinverfügung gibt es ja bereits seit einigen Tagen. Und der Bürgermeister Dieter Reiter, er hat immer wieder sehr viele Briefe von besorgten Mitmenschen bekommen und entsprechend mussten die jetzt einfach reagieren. Ab morgen wird es also nicht mehr dann der Fall sein, dass man so uneingeschränkt rausgehen kann, nur noch wenn man zum Beispiel einkaufen möchte zum Arzt oder zur Arbeit. Und da hat die Polizei auch noch mal eine ganz klare Empfehlung mitgegeben. Alle, die nicht im Homeoffice sein können, die sollten einfach mal formlos ein Schreiben mit haben vom Arbeitgeber, damit man jederzeit immer belegen kann, wo man hin möchte und dann die Kontrollen auch viel schneller passieren kann. Wir gehen weiter zu Lena Mosel. Sie steht in Berlin vor dem Bundeskanzleramt. Bayern hat ja wieder eine Vorreiterrolle. Andere Städte und Gemeinden, aber auch Bundesländer haben schon nachgezogen. Wann kommt denn nun die bundesweite Ausgangssperre? Ja, es deutet inzwischen viel darauf hin, dass am Sonntag, wenn vielleicht nicht eine umfassende Ausgangssperre, dann aber doch zumindest drastische Ausgangsbeschränkungen vereinbart werden könnten. Am Sonntag ist ja die große Telefonkonferenz von der Bundeskanzlerin zusammen mit den Ministerpräsidenten der Länder. Und von denen haben einige ja schon Tatsachen geschaffen, haben Beschränkungen veranlasst und die sehen sehr unterschiedlich aus. Das heißt, man hat jetzt also wieder diesen Flickenteppich, den man ja eigentlich vermeiden wollte. Und das verunsichert die Bürger, sagt etwa der Deutsche Städtetag und fordert hier auch bundeseinheitliche Regelungen, damit die Menschen wissen, woran sie sind. Eine Ausgangssperre sieht man auch hier als wirklich letztes Mittel. Und auch die Bundesregierung will sie ja um jeden Preis vermeiden, hat noch mal ganz eindringlich appelliert. Dieses Wochenende, das ist entscheidend. Schaffen es die Menschen, freiwillig zu Hause zu bleiben oder funktioniert das eben nur unter Zwang? Und wir müssen uns da auch alle im Klaren sein, das ermahnen Virologen immer wieder. Dieses Virus, das wird uns noch über Monate hinweg begleiten. Die Situation, die wird sich erst einmal nicht verbessern. Und das bedeutet eben auch, wenn eine Ausgangssperre kommen muss, dann wird es für die Bundesregierung auch sehr, sehr schwer werden, die in naher Zukunft auch wieder aufzuheben. Lena Mosel und Birgit Nössing, vielen Dank für diese Informationen. Und wie ernst die Lage ist, zeigt der Blick auf die aktuellen Zahlen nach Angaben. Angesichts der rasanten Ausbreitung des Virus ringen auch gestandene Wissenschaftler um Fassung. So eindringlich wie nie hat der Leiter des Robert-Koch-Institutes an die Deutschen appelliert, die Schutzmaßnahmen ernst zu nehmen. Dieses Ausmaß der Krise aber auch er sich bisher nicht vorstellen können. In den Krankenhäusern nimmt man die Bedrohung schon lange ernst, doch es fehlt an Schutzkleidung und Personal. Fanny Husten berichtet. Außenminister Maas hat seine weltweite Reisewarnung nun bis Ende April verlängert. Wer schon für die Osterferien gebucht hat, kann nun also stornieren. Gleichzeitig sitzen aber viele Deutsche im Ausland fest, die das Auswärtige Amt nun so schnell wie möglich zurückholt. In dieser Woche sind bereits 96.000 Menschen aus aller Welt nach Deutschland zurückgekehrt. Simone Egerter und Erdmann Hummel berichten. In Deutschland geht es momentan vor allem darum, italienische Verhältnisse zu vermeiden. Denn das in Europa am stärksten betroffene Land bekommt die Lage einfach nicht in den Griff. 600 Menschen sind nun innerhalb eines Tages durch das Coronavirus gestorben. Das Gesundheitssystem ist völlig überfordert. Ein EU-Parlamentarier fordert deshalb, dass deutsche Krankenhäuser italienische Patienten aufnehmen. Mehr von Marco Reinke.
Momentan scheint Europa das Epizentrum der Pandemie zu sein, nachdem in Asien die Zahlen nun wieder zurückgehen. Wir sehen hier die aktuelle Übersicht der Johns Hopkins Universität. Der nächste Hotspot allerdings drohen die USA zu werden. Dort nehmen die Zahlen der Infizierten und auch der Todesopfer rasant zu. Aus Washington zugeschaltet ist jetzt Steffen Schwarzkopf. Steffen, Kalifornien hat inzwischen 40 Millionen Menschen quasi unter Hausarrest gestellt, um zu retten, was noch zu retten ist. Steffen Schwarzkopf, vielen Dank. Und wir schauen wieder nach Deutschland mit weiteren wichtigen Meldungen im Zusammenhang mit der Corona-Epidemie im Überblick. Morgen ist zu Hause bleiben, zumindest im Süden einfach. Da gibt es nämlich Regen und Schnee. Die im Norden müssen sich mehr zusammenreißen, berichtet jetzt Susanne Schöne. Anschließend geht es bei uns weiter mit Harry Potter und dem Stein der Weisen. Ihnen einen guten Abend und bis morgen. Tschüss.